Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Skies, wo wir wieder ins Nether gehen werden. Ich gucke gerade 75% Energie im Jetpack, das sollte ein Stück weit reichen. Ich könnte aufladen, aber mache ich jetzt gerade mal nicht. Ich werde es bereuen. Ich werde es bereuen, dass ich das Jetpack nicht aufgeladen habe. Ich garantiere es euch. So, was haben wir denn hier so Feines? Ich muss nochmal was sammeln, nur um das mal kurz klar zu haben. Da muss ich reinschauen. Click here to start. For the hoarding. Dann Raw Ores. Nether Iron Ore. Nether Copper Ore. Nether Gold Ore. Nether Lapis Ore. Ardite Ore und Kobalt Ore. Okay. Was haben wir da Feines? Das ist Silver Ore. Das hilft uns nicht. Gut. Das dürfte Sulfur sein. Ist es auch? Oh Gott. Viecher. Holy shit. Spinnen. Zwar massiv viele Spinnen. Das ist Kohle. So, ich fliege jetzt einfach ein bisschen durch die Gegend hier. Kobaltohr. Das Problem ist, dafür brauche ich eine andere Pickaxe. Das kann ich mir jetzt nicht machen. Nether-Dings brauche ich nicht. Ja, jetzt hängt ihr da unten alle, ne? Jetzt hängt ihr da und kommt nicht hoch. Oh, ihr armen kleinen Viecher. Da ist noch mehr Kobalt. Was ist das? Iron Ore. Okay, da muss ich mal kurz ran. So irgendwie. Guten Tag, hi, ich bin Andrena und ich wollte mich kurz vorstellen. Ich bin heute hier Ihr Reiseberater. Hilfe. Okay, lassen wir das. So, nicht runterfallen. Das wäre jetzt echt nett, wenn ich hier nicht runterfallen würde. So. Ja, Kobalt. Da muss ich mir dann wohl mal eine andere Pickaxe bauen. Sonst kriege ich das nicht abgebaut. Da reicht Diamant nicht. Na, wir können jetzt schon mal hier submitten, 85%. Okay, was haben wir hier noch? Copper brauche ich doch auch, oder? Brauche ich Copper nicht? Ist ja nicht so, dass ich es nicht vor 2 Minuten gesagt hatte, ne? Ja, Copper brauche ich auch. Dann sollten wir uns hier auch mal kurz was bauen, dass wir da hochkommen. So vielleicht. Hi. Hi. Immer schön aufpassen, dass da keine nichts anderes runtergeflogen kommt. Das wäre schlecht. So, auch eingesammelt. Sehr gut. Das sieht auch nach Iron Ore aus. Das da. Ja. Gut, das nehmen wir mal im Fliegen mit. Dauert zwar ein bisschen länger, aber komm schon. Dankeschön. So, da ist kein weiteres. Jetzt hatte ich hier noch Lapis gesehen. Kommt hier gerade was hoch? Kann hier was hochkommen? Nee, anscheinend nicht. Fix das Lapisohr wegmachen. Oh, oh, oh. Boah, das ist mir viel zu gefährlich hier. Das ist zu gefährlich. Hilfe. Okay. Questbook. Submit. Aufsteigen. Weg. Weg, weg, weg. Da ist ein Viech. Ich muss eigentlich gucken. Ja, okay. Da ist mal da raus. Hier. So dunkel hier. Wieso? Wieso muss es so dunkel sein? Wieso muss gerade da ein Ferrisohr liegen? Und da ein Lapisohr, das ich unbedingt brauche. Hier was in der Nähe, was gefährlich werden könnte? Ja. Okay. Fix Phoenix abbauen. Boah, ich bin gerade so ängstlich. Das ist so krass. Okay, ich muss nur noch oben steigen, um hier wegzukommen. Einsammeln, dankeschön. Gut. Ab nach oben. Weg. Hier. Ah! Shit. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Da ist es. Live long and suck it! Verpiss dich! So, tot. Gott sei Dank, ey. Ach, dieses Scheißviecher immer. Ja. Jetzt, da muss ich zurück. Oh, Pilze. Pilze muss ich mitnehmen. Pilze muss ich unbedingt mitnehmen. Davon habe ich viel zu wenig. Genau. Pilze. Hi. Okay, ein paar Pilze eingesammelt. Was haben wir sonst noch so da? Der nächste, wo jetzt? Da hinten irgendwo. Da bist du. Wow. Was war das denn für ein Schreien? Ich krieg hier Angst. Ich krieg so Beklemmung hier in dem Scheißladen. Okay. Ihr müsst mal kurz sterben. Okay, weg hier. Warten. Ich werde ja wohl nicht daran sterben. So, okay. Stirb. Scheiß Viech. Er hat mich diesmal nicht getroffen. Nur ein bisschen nur fliegen nicht vergessen.
Okay, wenn ich ihn treffe, ist böse. Ich darf jetzt nur nicht aufhören, dir zu fliegen. Stirb doch endlich, du Scheißding. Jetzt doch mal ernsthaft. Poisonous Darkness. Wie lange will der denn noch leben? Hallo. Scheiß Poisonous Darkness. Ah, er ist tot, okay. Was bist du? Irgendwas, was uninteressant ist. Etwas, was hoffentlich bald tot ist. Komm her. Immer noch nicht. Weg hier, weil böse. Ich will doch nur dieses blöde Lapis-Order haben, das da rumflattert auf dem Boden. Okay, der ist mal wieder eine Poison Darkness. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das lassen wir sein. Das lassen wir mal ganz schnell sein. Das hier ist Iron Dwarf. Oh Mann, ey. Okay, hier landen und abbauen. Danger, danger, attention, high voltage. Oder high nether rich quasi. Irgendwie schaffen, dass ich nicht, dass ich so überlebe. Da ist das Kobalt. Das muss ich bemerken, dass hier Kobalt ist. Jetzt fliege ich hier wahrscheinlich die ganze Folge im Nether rum. Auch lustig, aber es ist, glaube ich, relativ spannend. Also für mich zumindest. Hilfe. Okay, hier mal. So. Das hier sieht dann nach Gold aus. Das nehmen wir mit. Danke. 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 Danke, meine Fans. Danke, danke. So. Fix was essen. Weil essen. Beef Jerky muss auf. So, und noch fix eine Milch hinterher. Oh, mit Milchspeck ist das viel besser. So. Abgeben. Manual Submit. Okay, es geht voran. Copper, Iron. Okay, chillen. Ganz ruhig. Alles ist in Ordnung. Niemand ist tot. Alles ist gut. Da ist noch ein Gold. Da drauf ist kein Viech. Ja, da vielleicht, aber das ist weit genug weg. Und wenn, dann fliege ich einfach in die Richtung weg. La 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 la. Weg, weg, weg. Scheiße. Habe ich mich falsch schrecken lassen hier. Leck mich am Arsch. Okay, nochmal. Hier. Ich darf mich hier nicht so verschrecken lassen. Ich brauche das Zeug. Das auch nochmal. Okay, weg hier. Weg, 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 weg. Bevor sie angelatscht kommen. Die Schweine. Da unten ist... Oh, hier ist noch eine ganze Menge. Oi, oi, oi. So mag ich das doch. Hi. Einsammeln. So. Da ist noch Lapis. Oh, viel Lapis. Oh, ich mag das. Komm mal her. Komm mal her, mein Schatz. Diese scheiß Sounds, ey. Leck mir am Arsch. So. Das hätten wir. Submit. Okay, Goldohr submitted. Da sind noch Viecher. Was haben wir hier noch? Das müsste Eisen sein. Iron Ore, genau. Kommt die hier hoch? Ich hoffe nicht. Auf geht's. Haben wir auch ein bisschen Netherrack hier, das ist gut. Wir wollen mal gucken, ob die hier doch irgendwie hochkommen. Anscheinend gerade nicht, Gott sei Dank. So, rein da und sammeln. Das Zeug ist wertvoll. Für mich ist das richtig wertvoll. Boah, das macht mich voll paranoid hier. Ich dreh ab hier im Nether. Nether könnte so ein schöner Ort sein, da machen sie so einen Müll damit. So, ich hab noch. Wo, 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 wo? Wo ist das Scheißding? Da irgendwo. Schieß noch. Oh! Ich sollte nicht da reinfliegen. Das ist eine blöde Idee. Okay. Dahin. Raus hier. Erstmal raus hier anpeilen, dass ich auf Zeit, weil dort sterbe. Scheiße, 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 scheiße. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Rein. Oh, Gott sei Dank. Rein hier. Rein hier, rein hier, rein hier. Und erstmal saven. Okay, was essen habe ich? Raus hier. Raus, 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 raus. Und erstmal Jetpack auffüllen, das habe ich ganz vergessen. Wow. Mach mich doch nicht fertig. Spiel. Okay, Manual Submit. Okay, 100% Nether Iron Ore. Sehr schön. Zumachen. Hier. Weil muss. So, jetzt regnet es hier auf der Insel. Das ist echt blöd. Gut. Oh, mein armes kleines Herz. Boah, ist das ein Mist. Das darf nicht wahr sein. Jetzt muss ich hier erstmal
auf den Schreck hin hier die Bienen nachgucken. Meine Güte, ey. Wie spannend hier quasi. Okay, Modest. Immer noch kein Modest-Dings. Sinister. Sinister sind noch lieb. Ich muss hier weg. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu nah an die anderen Bienchen rangehe. Okay, ganz ruhig. Ich habe Mushrooms, ich habe Combs. Die kann ich mal abgeben. Die finde ich bei Bees and Trees. Open. Hier, Submit. Dankeschön. Okay, ganz ruhig. Alles ist gut. Es ist nichts passiert. Alle sind zufrieden, alle sind glücklich. Niemand ist tot. Alles ist gut. Alles ist gut hier. So. Ich gucke nochmal kurz durch, ob hier noch was ist, was man... Ja, da alles, was über 20 ist, wird von mir... Oh, Gottes Willen, die attuned. Alles, was über 20 ist, wird hier halbiert und weggeworfen und in den DNA-Extraktor verwertet. Weggeworfen ist so böse, aber es wird verwertet. So. Was ist hier? Phase. Ich habe nicht nachgepflanzt. War schlau. Merkst du selbst, ne? Da habe ich vergessen, einen wegzunehmen. War auch schlau. So. Pflanzen wir hier mal was Neues. Pflanz. So, wir pflanzen hier was Feines. Hallo. So und so. So, da sind vier. Keine. Oh Mann, ey. Da ist nix. Da ist auch nichts. Nur vier Stück aus. Es ist zum Kotzen. Wirklich. Ich muss mir echt mal überlegen, wie ich das. Ich muss mal googeln, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, das vernünftig zu machen. For the Hoarding. Die Quest. Manual Submit. Bringt nicht mal ein Prozent. Eieiei. Okay. Live long and suck it. Runter. Und Jetpack aufladen. Uiuiui. Soll ich nochmal ins Nether wagen? Ich meine, wir sind jetzt schon. Okay, er braucht es eh ein bisschen, bis er das gemacht hat. Ich muss jetzt gerade mal eben kurz hier reinschauen, denn er braucht jetzt ja kein Nether Iron Ore mehr durchpacken. Da oben. In das Ding. Ne? Da kann er sich jetzt auf andere Sachen beschränken. Wir gucken nochmal nach. Copper, Gold, Ardite und Kobalt. Ardite und Kobalt. Okay, das Kobalt-Ohr kann er hochpacken. Das Kobalt-Ohr. Super. Boing. Und das... Was haben wir noch? Nether-Tin-Ohr. Cinnabar, Yellow Reed, Salpeter, Uranium, Appetit, Platinum-Ohr-Gravel. Ach du Heilige. Ich überlege gerade mal, wie muss ich damit eigentlich umgehen? Zum Beispiel mit diesem hier. Was und auf der anderen Seite, was hat er zum Beispiel hier? Da packt er schon eine ganze Menge Scheiß durch. Er könnte jetzt auch mal Nether Iron Ore hier durchpacken. Wenn er es denn hat, kann er es da reinschmeißen und wegpacken. Ich muss mal testen, was kann ich zum Beispiel mit Certus Quartz Ore machen? Ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwo runterspringe. Okay, ich hatte doch irgendwo mal... Da ist ein Pulverizer. Der Pulverizer meines Vertrauens. Certus Quartz Ore. Okay, der pulverisiert tatsächlich. Das wird tatsächlich pulverisiert. Das ist gut. Ich sollte jetzt erstmal ein Jetpack holen, bevor ich irgendwo runterspringe. Mann, ey. Ich sehe mich schon irgendwo runterhüpfen ohne Jetpack. Ich sehe es schon. Einmal ist es passiert. Es wird nochmal passieren. Ich garantiere es. So, Jetpack ist da. Go. Okay, jetzt kann ich hier einmal kurz runterfliegen und mal schauen. Ich hatte hier einen reinen Pulverizer angeschlossen, oder? Ich hatte hier einen Pulverizer angeschlossen. Genau. Da ist er doch. Der kriegt von mir jetzt erstmal das Certus Quartz Ohr. Das heißt, Moment, ich muss natürlich hier... Certus Quartz so. Was ist hier los? Okay. Wir haben hier Filter und hier ist wahrscheinlich schon die Liste voll. Nein! Cinnabar. Okay, das geht alles in die... wo geht das hin? Das geht da ins Sortieren. Ach, und da kommt von da auch noch einiges an. Von da, okay. Ja, genau. Dann gibt es jetzt hier noch ein bisschen Nachschlag. Einmal das Netherrack darfst du definitiv da durchpacken. Das sollte ich mit der leeren Hand machen, sonst funktioniert das nicht. Also, Certus Quartz.
Netherrack. So. Das darfst du definitiv mal rauspacken. Was haben wir hier? Aluminium Dust. Pulverized Copper. Oh, ich muss hier noch erweitern, dass er da noch was mehr durchpacken kann. Gut. Die Liste ist zu klein. Die Liste ist zu klein. So, hier darf er natürlich jetzt auch Certus Quartz Ore dann, wenn das so ist, durchpacken. So. Viel Glück damit. Appetite Ore mit Sicherheit auch. Das müsste man auch. Ich muss mal Sulfur Ore, muss ich auch mal testen. Rutile Ore, weiß ich jetzt, was hier das ist. Salpeter Tin. Das zum Beispiel, das kann er auch auf jeden Fall da durchpacken. Ach nö. Jetzt muss ich auch noch niesen. Verdammte Axt. Das kann ich nicht abbauen, weil Harvest Level Manilium. Oh Mann, ey. Leck mir am Arsch. Okay, wir packen es wieder rein. Aber das Tin-Ohr, das müsste eigentlich funktionieren. Leere Hand, wie immer. Guck mal. Sollte auch die leere Hand nehmen. Tin-Ohr. Appetite-Ohr. Das müsste eigentlich... Oh, Mann, ey. So, daran. Bam, bam. Glücklich sein. Okay, Glowstone Block. Platinum Ore Gravel. Platinum Ore Gravel, das müsste ich eigentlich. Haiku, wie kommst du hier hin? Was auch immer. Okay, Platinum Ore Gravel. Das kommt doch quasi hier an, oder? Copper Ore Sand. Dust. Dann muss ich es hier reinpacken. So, Platinum Ore Gravel geht da rein. Wird dann hier verhackstückt. Wenn das funktioniert. Sofern das dann funktioniert. Okay, es scheint zu funktionieren. Sieht gut aus. Und dann kommt es hier an. Perfekto. Gut. Du, Kollege, kommst mal her. Hier packen wir erstmal ein bisschen Zeug rein. Die Mushrooms, Strings, Gold Nuggets, Arrows brauche ich noch. Gut. Jetzt habe ich wieder ein bisschen beruhigt. Gott sei Dank. So. Was haben wir hier eigentlich? Was ist da für eine Quest drin? Strong Bones. Ah, für die manuelle Milchgeschichte. Ja, gut. Guck mal kurz in das Questbook. Copper Ore, Gold, Lapis, Ardite Ore. Genau, jetzt muss ich mal gucken, wie kann ich was für gute Pickaxe-Heads gibt es denn? Pickaxe. So, was haben wir denn hier? Ich brauche was Gutes. Manilium wäre schon ziemlich geil. Manilium, Copper, Mining Level, gar nichts, Pickaxe, Slime, ich brauche, warte mal, hier ist doch irgendwo die Sicherheit, Obsidian, Slime, Paper, Kobalt, Kobalt, Reinforced, Mining Level, okay, Kobalt würde funktionieren, Mining Level Stone, Clumsy, ich brauche Mining Level Ardite, ist gut, Obsidian, Pickaxe, okay. Ich brauche Mining Level Manilium. Aber habe ich irgendwo Steel, dass ich da mal nachgucken kann? Steel Titanium. Kobalt Manilium. Obsidian. Steel. Mining Level Diamond. Okay, ich werde mir wohl eine Kobalt Pickaxe machen. Habe ich Kobalt da? Kobalt. Nein, wie kriege ich Kobalt Ingots? Aha. Ah. Pyrethium Dust mit Kobalt Ore Dust. Okay. Ist eher schlecht. Gibt es eine Möglichkeit, an Kobalt Nuggets ranzukommen? Mit Kobalt Bees. Die wie gemacht werden? Imperial und Infernal. Infernal kriegt man wieder nicht irgendwie. Okay. Infernal haben wir nicht. Schade. Fische, Schmetterlinge, Setzlinge. Ich muss gerade mal kurz reinkommen, was ich hier noch alles so rumfüttert habe. Fische. Neon Tetra, Tiny. Männlich und weiblich. Aha. Werkzeug. Auch interessant, was ich hier noch alles rumflattern habe. Lighting Picks, Stonebound. Invar Sword mit Smite. Okay, Holz ist nichts drin. Technikkiste ist auch leer. Steinkiste ist auch leer.
Okay, was habe ich hier noch? Glassbottle of Natural Gas. Okay. Ich meine, warum nicht? Ja, interessant. Bei den Fischen muss ich mal was nachschauen. Neon Tetra. Das ist männlich, das ist weiblich. Jetzt gucken wir doch mal, ob ich nicht diesen Fischfieder damit bauen kann. Fischfieder, Fischfieder, Fisch. Fieder, da. So. Nein. So auch nicht. Schade. Was für Fische brauche ich denn da? Okay, Raw Stingray, Raw Koi, Raw Lamprey, Raw Netherfish, Raw Goldfish, Raw Bullnussfisch, Raw Tuna, Raw Catfish. Okay, also irgendwelche Raw Fishes, die ich aber hier irgendwie kriege. Oh, da liegt schon mal Raw Stingray. Nightfish. Ein Cod. Stingray. Sind aber nicht raw. Wieso wurde der Nightfish nicht eingesammelt? Was soll das? Fische. Raw, raw, raw. Fische. So. Tetra. Cod, Nightfish. Ich probiere es noch einmal mit den Dingern aus und dann, wenn es dann nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann kann ich es nicht ändern. So. Cod, Stingray. Stingray, Cod. Nö. Raw Fish. Ich habe diesen hier, aber der hilft auch nicht. Der funktioniert nicht. Schade Schokolade. Okay, habe ich jetzt hier Fisch? Wo habe ich die Fische hingetan? Was? Wo sind die Fische hin? Aua. Naja, ich muss die Bienen nochmal umprogrammieren. Hi, mein Freund, komm raus. Raus da. So nicht. Luffy ist jetzt erstmal wieder umprogrammiert. Das ist hier gleich mal Effekt 9. Effekt 9. So, du wirst jetzt erstmal wieder umprogrammiert, mein Freund. Alter Freund und Kupferstecher. So, du blöde Ender Queen hier mit deinem. Du böse, böse Ender Queen. Finde ich nicht in Ordnung von dir. Finde ich absolut nicht in Ordnung. Das ist so nicht. Nee, das geht nicht. Das geht so nicht, das geht so nicht. Dauert ein bisschen, aber dann haben wir hoffentlich eine mit Effekt 9. So, da ist es schon. Jetzt gucken wir mal nach, was die so zu sagen hat zu ihrem Effekt. Non, Dankeschön. Und viel Spaß, würde ich mal sagen. Have fun. So, und jetzt ein letzter Blick auf die Modest Bees ohne Erfolg. Wie sieht es bei dir aus mit Mr. Damp? Damp sieht gut aus. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal wieder eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.